Hallo, liebe Freunde des Spiels 7 Days to Die. Wir haben Tag 113 und heute steht Basisreparatur an. Ich glaube, ich muss hier langsam aber sicher mal irgendwann ein paar Waffen machen. Da lädst du wohl nach. Ich finde das schade, dass man die Tretmähen nicht mehr aufheben kann. Ich werde hier wohl doch ein Spike-Feld noch drum machen. Das heißt, die Platten kommen alle weg. Ich will jetzt mal gucken, wie weit ist denn die Basis hier zerstört. Nicht die Basis, der Käfig. Ja, toll, toll, toll gemacht. Das haben wir doch schon raus jetzt. Jetzt nicht ablenken, aber da fehlte doch ein Block, oder? Na sicher, nee, doch nicht. Also heute habe ich es wieder drauf. Ich habe Geld eingepackt, wir fahren zum Händler. Wir haben nur ein Schwein gesehen. Ja, nicht dich. Schön auf den Weg zurück.
Der Typ hier hat mal wieder gar nichts. Dann alle hier Spiel ziehen. Thank you.
Frau sah von Weitem ganz proper aus. Die wären einfach nicht besser, die Händler. Jetzt war ich bei 5 Händlern und keiner hat einen Barhocker. Wie weit ist das nochmal zurück bis zum Schneegebiet zu dem Händler? Ja, wenigstens haben wir ein bisschen Stil-Upgrade gekriegt. Wenn schon kein Barhocker, dann wenigstens Stil-Upgrade. Immerhin 500, 600 haben wir ungefähr. Ja, 557. Das gibt's doch wohl nicht. Ja, also, warum nicht gleich so? Jetzt habe ich das Ziel-Upgrade unten gelassen. Ich glaub's nicht mehr. Thank you.
Na gut, damit sind wir fertig. Jetzt muss ich auf jeden Fall, brauche ich neue Stahl. Boah, Mädchen, was ist eigentlich mit dir los heute? Toll! Also heute ist nicht mein Tag irgendwo. Ich mache mich jetzt noch leer und dann fahre ich zu meiner Mine. Ja, toll. Jetzt war ich schon so lange nicht mehr in der Mine, ich finde den Weg gar nicht. Da war er doch. Also heute bin ich gefahren wie die allerletzte Sau. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin am Tag 114 voll beschäftigt mit Steine kloppen. Und sagt dann ciao ciao und bye bye. Wenn ihr wollt, sehen wir uns am Tag 115 wieder. Bis dann.